Zombie Apocalypse. Ach Mann, ey. Ich wurde soeben angerufen, dass ich so schnell wie möglich in die Polizeiwache kommen soll. Wie ihr wisst aus dem letzten Video, ich wohne da hinten, auf den Bäumen, fast oben in den Baumkronen. Das ist mein schönes Zuhause, mein schönes Eigenheim. Da wohne ich drin. Ja, ich soll ganz, ganz schnell hierher kommen. Ich soll dringend etwas erledigen, weil anscheinend niemand gerade Zeit hat. Soll ich das heute einfach mal übernehmen. Ja, das Ding ist, es wurde mir schon so formuliert, es wurde aber nicht genau gesagt, was ich machen soll. Das Ding ist aber, ich weiß es. Ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt, denn es haben sich in letzter Zeit sehr viele Kollegen krank gemeldet, es haben sehr viele aufgehört, wurden versetzt. Ja, und ich bin jetzt wieder der Kandidat, da ich hier wirklich fast der Höchste bin in der Polizeiwache. Ich darf das heute übernehmen. Tja, die Rede ist heute vom Ordnungsamt, liebe Freunde. Ich bin heute auf Streife mit dem Ordnungsamt hier im Projekt Polizei. Im LS19. Und ihr dürft mir gerne bei dieser wunderschönen Reise folgen. Ja, ich habe auch schon die Autoschlüssel bekommen. Das schöne Auto steht da und heute leider nicht hier drin. Wir können mal kurz gucken, was hier abgeht. Ich mache am besten gleich wieder zu. Was ist das denn, bitteschön? Ich glaube, da werden Reifen gewechselt. Ist immer so mein Spruch. Ja. Guck mal, da stehen wir auch schon. Ist ja auch wunderbar. Ich weiß nicht, welcher Kandidat das Auto jetzt so abgestellt hat. Motor ist aus. Vielleicht ist die Zündung auch noch an. Licht ist an. Taglicht. Dann das ganz normale Licht vom Auto. Ich weiß nicht. Ich schüttel die ganze Zeit nur den Kopf. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Also ja, dann werden wir heute mal die Straßen unsicher machen mit dem Ordnungsamt-Auto hier von Ulm. Das ist wirklich heute so ein Sonderfall, so eine Sonderedition Ordnungsamt. Wir werden heute mit den Skoda Octavia, Skoda Octavia, ne, Ordnungsamt, mit den Scout, werden wir heute einfach ein bisschen rumscouten, ein paar Einsätze fahren. Und Aufgabe für mich ist erstmal, wir sollen in die Stadt fahren, um einfach mal zu schauen. Ja, liebe Freunde, ihr kennt sicherlich das Thema, ob es da irgendwie Falschparker gibt, ob sich Leute nicht an die Regeln halten des deutschen Gesetzbuches. Tja, das ist heute unsere Aufgabe, von jedem gehasst. Das Ordnungsamt, Leute. Ich will das gar nicht wahrhaben irgendwie, dass ich jetzt hier doch wirklich dazu noch gezwungen werde, das zu machen. Naja, okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir heute erstmal direkt rein. Ich fahre am besten erstmal hier links. Ist ja auch cool, den Blinker siehst du ja fast gar nicht. Ich glaube, man sieht das nur, wenn man irgendwie das Licht aus hat. Das ist ja krass. Hättest du jetzt Licht an, würdest du ihn gar nicht so richtig sehen. Naja, aber ich hoffe, das wird kein Problem sein. Was ich aber richtig cool finde, hier bei unserem Ordnungsamt-Auto haben wir ein bisschen Blaulicht. Sprich, zwei Frontblitzer vorne, ein Blaulichtbalken auf dem Dach. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Hauptsache etwas mit ein bisschen Bling-Bling auf dem Dach. Naja, wenn es schon kein Funkstreifenwagen sein darf, wird es heute hier ordentlich losgehen mit dem Ordnungsamt. Erwartet nicht zu viel. Ich bin mal gespannt, was hier heute so abgeht. Wir halten uns natürlich auch erstmal an die Straßenverkehrsordnung. Hier ist 30. Ich glaube, der vor mir fährt sogar schon schneller. Der fährt locker schon schneller. Den werde ich jetzt bloß nicht anhalten. Da müsste ich die Kollegen mal ganz kurz informieren. Ich schreibe mal ganz kurz mal das Kennzeichen auf. Okay, das haben wir. Ich übergebe das mal ganz kurz die Kollegen. Die sollen sich auf jeden Fall mal diesen Fahrer anschauen. Der fährt über 30 hier in der 30er-Zone. Das darf auf jeden Fall nicht so sein. Wisst ihr was? Wir fahren einfach mal hier rechts rein. Und gucken jetzt einfach mal, was hier so abgeht. Wartet mal. Denn wir wurden jetzt erstmal hier zu unserem ersten Einsatz gerufen. Ich stelle mich mal ganz kurz hier auf die Straße. Mit Warnblinker. Oder nee, wartet mal. Das ist ganz, ganz blöd. Wir sind ja ordnungsam. Wir müssen uns natürlich auch dran halten. Wir fahren am besten mal genau hier rauf. Denn es wurde etwas gebaut, was hier eigentlich gar nicht hingehört. Was eigentlich hier gar nicht hingebaut werden darf. So, wir haben erstmal so einen schlauen Zettel. Guckt euch mal die Laternen an. Die stehen erstmal alle, ja, auf den ersten Blick konstant auseinander. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Meter das da sind dazwischen. Also auf jeden Fall genau so soll es eigentlich auch sein. Aber dann gibt es diese eine Laterne. Diese Laterne ist fast in der Mitte.
die da oben hinführt, wo letztes Mal im letzten Video der Banküberfall war. Diese Laterne wurde schon sehr oft mitgenommen, zum Beispiel von LKW-Fahrern und so weiter. Also diese Laterne wird auf jeden Fall sehr gehasst von der Bevölkerung hier von Ulm. Daraufhin haben wir uns diese Laterne genauer angeschaut und haben gesehen, aha, dafür gibt es gar keine Baugenehmigung. Ha, wer hätte es gedacht? Was ist denn? Oh, ich dachte, da kommt meine Lehrerin oder so gerade. Sieht aber so aus, ne? Läuft wie eine Ente. Ja, das ist ein krankes Thema gerade hier, ne? Sehr, sehr interessant. Also wie gesagt, die Laterne ist hier fehl am Platz. Die anderen Laternen sind ordnungsgemäß gebaut worden, aber bei dieser Laterne wurde es vergessen. Fragt mich nicht, wie das passieren konnte, wie das geschehen konnte. Das auch noch in Ulm mit so einem krassen Bürgermeister. Aber die muss weg. Die muss auf jeden Fall weg. Die muss entfernt werden. Und ich werde erstmal dann das nochmal überprüfen in den nächsten Tagen. Vielleicht ist die Laterne schon weg oder entfernt, wie auch immer, oder umgefahren, ne? Denn die wurde schon öfters wieder aufgebaut, ohne dass sie eingetragen wurde. Also das ist schon ganz schön kurios. Aber, okay. Auf jeden Fall, warum ich jetzt aber meinte, die steht noch da. Und da haben wir erstmal eine gute Aufgabe erkannt. Die Laterne muss weg. Wir haben erstmal nochmal dieser Laterne einen Denkzettel gegeben, damit sie auch das nicht vergisst, dass sie weg muss. Oh Gott, ich weiß nicht, ob die Leute vom Ordnungsamt genauso so denken, so wirken auf einen. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich das jetzt ein bisschen blöd rüberbringe, ja. Das sind aber halt immer meistens so eine Aufgaben. Ja, ist ja vollkommen richtig, ne? Dass sie halt sowas auch unternehmen und machen. Ohne die wäre alles ein bisschen schwieriger. Aber gerade auch Parktickets, ne? Zu stellen, das ist ja wirklich schon das A und O vom Ordnungsamt. Und wo ich das gerade schon sage, wir haben da auch schon unseren nächsten Einsatz. Wir wurden gerade zum Discounter gerufen. Wir schauen uns das gleich mal an. Wir machen auch gleich, ja, hier ein bisschen Action, guck mal, ein bisschen Blaulicht, guck mal. Ein bisschen Horn, dass wir da sind, dass die Kassierer und Kassiererinnen wissen, dass wir hier sind. Es gibt hier einen ernsten Fall, wo wir auch sehr viel Geld jetzt rausbringen könnten. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ja, moin. Ja, Sie haben uns gerufen. Wir sind hier von Ordnungsamt. Hier mein Ausweis, meine Visitenkarte. Ja, ein weißer PKW wurde uns gemeldet. Der steht hier anscheinend schon etwas länger, ja? Also, man darf hier maximal eine Stunde stehen. Steht auf den Schildern überall verteilt hier. Und ein weißer PKW, ist das der Weiße da hinten? Die G-Klasse? Der Mercedes? Ach nee, Sie meinen den, ach da, okay. Der andere Pickup da drüben. Okay, dann schauen wir uns das mal an und wir hören uns. Okay, verstehe. Ich dachte erst, ist das der da vorne. Das ist aber anscheinend hier die Abteilung, also der Chef irgendwie anscheinend vom Discounter, der diesen Laden führt. Der hat anscheinend eine G-Klasse. Ne? Kann ja nicht so schlecht sein hier. Bei diesem Supermarkt. Jo, dann gucken wir mal direkt, ne? Was wir jetzt hier für einen Fall haben. Anscheinend steht dieser PKW schon über mehrere Wochen auf dem Parkplatz und bisher wurde noch niemand irgendwie darauf aufmerksam. Jetzt wurde das Ding erst gesehen. Es steht ja auch wirklich in der hintersten Ecke. Anscheinend beim Müll wegbringen wurde das Auto gesehen. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz, auf wem das zugelassen ist, damit wir das irgendwie klären können. Zugelassen ist dieses Fahrzeug, dieser weiße Pickup auf einen André Hüpfer. Okay, André Hüpfer gehört dieses Fahrzeug. Der wohnt gar nicht in Ulm. Das ist ja merkwürdig. Okay. Das macht jetzt gar keinen Sinn, weil der wohnt ja mehrere Kilometer weg von hier. Also der wohnt nicht in Ulm. Hier steht sein PKW, sein Pickup. Unbeschädigt natürlich. Ja, dann heißt es erstmal ein Tickchen, ein Tickchen, ein Tickchen, ein Tickchen, ein Ticket für den Pickup, ein Tickchen, alles klar, ich habe da gerade ein neues Wort erfunden. Ja, gibt erstmal ein Ticket und sollte das Auto morgen nicht weg sein, dann kommen wir nochmal wieder, ja, und dann wird es abgeschleppt. Tja, da werden wir auf jeden Fall nicht lange fackeln, denn die Parkplätze sind heiß begehrt hier in Ulm. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch hier jedes Mal überprüfen, stets und ständig. Abgesehen davon, wenn wir hier Wochenende haben, Feiertage, da bleiben wir natürlich zu Hause, ne? Da steht sie von selbst. Wir sind ja nämlich beim Ordnungsamt und sorgen nur für Ordnung und Recht und so weiter, wenn wir natürlich auch in der Woche sind. So, ja,
dann nächster Einsatz abgeschlossen. Der Kassierer wurde erstmal benachrichtigt, dass wir, wie gesagt, dann später nochmal wiederkommen. Wir fahren erstmal weiter in Richtung Berufsfeuerwehr von Ulm. Wir schauen erstmal da auf der Straße, denn da sieht man auch häufiger Falschparker. Werden wir uns gleich mal genauer anschauen, wo wir jetzt da gleich mal hinfahren können. Weil wir wissen natürlich auch jeden Spot, jeden Parkplatz, wo die Leute zum Beispiel sich probieren, nur reinzudrängen, hinzustellen. Da haben wir schon verrückteste Sachen erlebt, gesehen natürlich auch. Gerade auch hier auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr kommt es häufiger vor, dass einfach hier ein paar Autos stehen und die dann bloß sagen, ja, wir waren bloß ein paar Minuten hier, wir wollten gleich wieder los. Nee, nee, so ist es auf jeden Fall nicht. Meistens ist es auch so, dass die Fahrzeuge sich genau vor die Tore stellen von der Feuerwache und dann kommen die Einsatzkräfte nicht rechtzeitig zum Einsatzort. Das muss man auf jeden Fall jedes Mal beachten und überprüfen. Boah, guckt euch mal das Interieur an vom Fahrzeug, also das, die Innenkamera, die Innenperspektive vom, ach du meine Güte, vom Skoda Scout Octavia. Meine Herren, das ist ja Wahnsinn. So, wartet mal ganz kurz. Hat der Zebrastreifen zu wenige Streifen auf der Straße? Nee, das war eine optische Täuschung, glaube ich. Ich dachte, da fehlen Streifen. Meine Güte, meine Herren. Hat er aber fast ein Herz, Kaspar, gerade, Mensch. Nee, sieht alles gut aus. hat die Leitplanke einen Knick drin irgendwie so ein bisschen? Ach nee, das muss so wegen der Kurve, verstehe. Ach, Leute, was haben wir denn hier? Guck mal. Direkt mal Blaulicht an und Warnblinker. Auf den ersten Blick sieht man da einen weißen Pickup. Der darf auf jeden Fall nicht stehen. So, hier ist niemand da. Überprüfen wir ganz kurz mal das Kennzeichen, auf wen das zugelassen ist. Das ist Udo Lindenberg. Okay. Ein Herr Lindenberg. Der wohnt doch hier in der am Kreisverkehr 1. Das ist die Straße hier. Jo, schönen guten Tag. Ordnungsamt, kommen Sie mal bitte runter. Da kommt er auch schon. So, ja, was machen Sie denn hier? Ach, alles klar. Also, Sie wollten das Auto gerade reinfahren. Also ich wollte gerade hier schon mein Druckgerät fragen, ob das Ding vielleicht für mich noch ein Tickchen hätte. Also ein Ticket. Für Sie natürlich. Aber okay, dann fahren Sie mal bitte Ihr Auto weg. Nicht, dass wir dann doch nochmal hier irgendwie ein Ticket irgendwie ausschreiben müssen. Weil das geht auf jeden Fall nicht. Sie stehen hier kurz vorm Kreisverkehr, kurz vorm Zebrastreifen. Das geht auf jeden Fall nicht. Also hier fahren auch LKWs, große Schlepper, Traktoren lang. Nicht, dass Sie hier noch irgendwie den Spiegel abgefahren bekommen. Dann sind sie halt selber schuld und müssen die Kosten selber tragen. Alles klar. Dann haben sie noch einen schönen Tag. So. Okay, das hat sie noch sehr gut geklärt. In den meisten Fällen bin ich auch wirklich nicht allzu fies. Ich will auch die Bewohner nicht erschrecken irgendwie. Die sollen keine Angst vorm Ordnungsamt haben. Ein Glück hat sich das alles noch gut geklärt. Also, heute ist ein guter Tag gewesen. Also, es hat alles gut funktioniert. Die Leute halten sich an die Regeln. Parken auch wirklich meistens richtig, nicht immer natürlich, aber trotzdem musste ich heute ein paar Tickets ausstellen. Aber, liebe Freunde, wisst ihr, was das Gute ist? Ich bin durch. Ich habe Feierabend. Wir haben es 16 Uhr. Das ist rechtzeitig wirklich noch alles glatt gelaufen. Und wir werden jetzt erstmal hier zurück auf die Polizeiwache fahren. Und danach werde ich mich ausstempeln und dann den Feierabend genießen. Ich bin gerade vorbeigefahren. Vorbeigefahren an der Einfahrt. Meine Herren. Nee, wartet mal. Doch. Doch, doch, ist richtig. Wir fahren erstmal wieder zurück. Genau. Ja, dann kann ich eigentlich auch später nach Hause gehen und dann hoffe ich mal morgen, dass ich da wieder einen Funkstreifenwagen bekomme. Ach Mensch, das Ordnungsamt. Ja, es sind wirklich super Leute. Die machen ihre Arbeit so, wie sie es sollen. Es sind natürlich die meist die meisten Personen, die das natürlich nicht so sehen, also die gerade die Arbeit vom Ordnungsamt, naja, gehört dazu, gehört auch hiermit nach Ulm. Ich hoffe, das Auto sehen wir nie wieder. Liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst mir das gerne wissen mit einem fetten Däumchen nach oben, abonniert mich an dieser Stelle und schreibt mir gerne mit dazu in die Kommentare, ob ihr noch weitere Folgen sehen möchtet mit dem Ordnungsamt zusammen und ob ihr natürlich auch noch weitere Folgen sehen möchtet vom eigentlichen Projekt Polizei. Haut mir alles in die Kommentare rein und hoffentlich sehen wir uns dann auch schon bald wieder in der nächsten Folge.
Liebe Freunde, macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.